Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 13 Karrieremodus mit dem HSV. Der erste Spieltag steht an und ich werde es in Zukunft so handhaben, bevor ich direkt ins Spiel gehe, zeige ich euch einmal noch mal kurz die Aufstellung. Beim HSV, vor allem am ersten Spieltag, natürlich etwas interessant. Da gebe ich Michael Menzel in der Innenverteidigung den Vorzug vor Ginter. Links wird Marcel Janssen statt Aogo verteidigen. Doppel 6 Rincon und Badel. Das hatte ich schon vorher häufig genug angedeutet. Über die Außen kommen Son und Caligiuri. Van der Vaart natürlich im offensiven Mittelfeld. Und der Last-Minute-Transfer war es jetzt nicht, aber den Mann, den wir erst vor einem Tag vor diesem ersten Spieltag verpflichtet haben, Mamet Diouf, gleich in der Startaufstellung, hat die Rückennummer 9 bekommen, wird also den Vorzug vor Rudnevs bekommen, der auf der Bank sitzt, genau wie Maximilian Meister, Ivo Iličević, Niracek, Dennis Aogo und Matthias Ginter. Zwei Neuzugänge also in der Startelf. Schauen wir uns noch ganz kurz den ersten FC Nürnberg an, mit Raphael Schäfer, dem Kapitän im Tor. Rechts verteidigt Timothy Schindler, sehr interessanter Mann, amerikanischer Nationalspieler. In der Endverteidigung mit dem HSV-Neuzugang Rajkovic und Marcos Antonio. Links Javier Pinola, der Argentinier. Dann zwei Sechser mit Timmy Simmons und Hanno Balic, zwei echte Abräumer. Und drei offensive Mittelfeldspieler mit Timo Gebhardt, Neuzugang aus Stuttgart. Mit Mike Franz und mit dem Japaner und Standardspezialisten Kiyotake. Nürnberg wird mit einem Stürmer spüren, nämlich Alexander Esswein, der den Vorzug vor Packard und Sebastian Polter bekommt. Auf der Bank ansonsten Markus Feulner fürs Mittelfeld, Nilsson und Klose, Verteidiger, Packard und Polter wie gesagt für den Sturm, Rakowski ist der Ersatzkeeper und Cohen noch ein Mann fürs defensive Mittelfeld. Ich bin gespannt, die Bundesliga startet in ihre 50. Saison. Und wir können live dabei sein. Viel Spaß mit der Fußball-Bundesliga. Hamburg ist die Macht und damit geht die 50. Bundesliga los. Der 1. FC Nürnberg darf anstoßen in der ersten Halbzeit von rechts nach links in weinroten Trikots und schwarzen Hosen. Und der ersten Chance! Und das ist ja gleich mal die erste wirkliche Riesenchance, wenn Sien viel zu weit weg von Alexander Esswein.
Und der HSV, ich wollte sagen, eigentlich spielt alles für Hamburg. Selbst das Wetter heute, typisches Hamburger Wetter. Was kann da eigentlich noch schief gehen? Freiburg liegt schon zurück gegen Mainz 05 zu Hause. Und auch wir hätten fast das erste Gegentor gefangen. Glück gehabt, würde ich sagen. Son, die Antwort über Diekmeier, den ehemaligen Nürnberger. In der Mitte Juf. Aber Van der Vaart bekommt den Ball und Tor! Das ist doch ein Traumstart! Rafael Van der Vaart mit dem Kopf! Was ein Auftakt! Fünfte Minute Führung! Damit hätte ich doch nicht gerechnet. Van der Vaart erzielt ein Kopfballtor. Und Juf gewinnt hier den nächsten Ball. Dennis Diekmeier mit den Assist. Und die Hamburger Fans völlig aus dem Mäuschen. Was ein Start. Juf. Nochmal. Mahmet Juf. Gestern erst aus Hannover eingeflogen. Heute schon in der Startelf. Nürnberg versucht zu antworten. Diekmeier passt auf. Tamás Rinkon. Traumstart in die 50. Bundesliga-Saison. Caligiuri. Super Ball. Marcel Janssen. In der Mitte ist wieder Juf. Zu nah ans Tor gezogen. Rafael Schäfer. Vor den Senegalesen am Ball. Wenn man das mal umrechnet, den Transfer von Juf, neben den 6,5 Millionen wurde er auch der Norweger Skjelbred nach Hannover transferiert, für den der SC Freiburg 3 Millionen geboten hat, die übrigens jetzt ausgleichen. Hier nochmal Mann Juf oben links im Bild. Wenn man die 3 Millionen auch noch dazu rechnet, hat Juf umgerechnet 9,5 Millionen Euro gekostet. Eine ganze Stange Geld. Mal schauen, ob er es wert ist. Nürnberg mit dem Ball gewinnen. Da muss Menzien hin. Ah, schlecht sortiert die Hamburger Defensive. Esbein, der ist schnell. Sehr schnell. Menzien kommt gerade noch so dazwischen. Müsste Ecke geben. Erst im Spiel und das für die Gäste. Ein Job für Gebhardt. Kopfball von Esbein wieder. Sehr gefährlicher Stürmer, auf den müssen wir aufpassen. Aber Van der Vaart, der erste Torschütze in diesem Let's Play in der Fußball-Bundesliga. Diekmeier, na, Van der Vaart wartet auf den Ball, warum auch immer. Menzien. Diekmeier hat Platz, kann ein bisschen gehen. Ah, der war zu durchsichtig. Aber fast wieder mit dem Ball gewinnen, aber Nürnberg bleibt im Ballbesitz. Mit Esswein, der einzigen Spitze, Franz, springt der Ball etwas weg, bleibt aber im Ballbesitz. Wieder Mike Franz, Hanno Badic, da kommt Badel wieder nicht ran. Nürnberg ballsicher und hat Glück, dass wir im Ballbesitz bleiben. Timmy Simmons, der Kapitän und fast der Ausgleich durch Hanno Badic, der im echten Spiel gegen HSV getroffen hat zum 2-1, zum Siegtreffer der Nürnberger. Aber hier in der virtuellen Bundesliga soll das alles anders aussehen. Rinkon versucht Son zu schicken. Pinola drängt ihn geschickt ab. Und der nächste Angriff versucht, aber schon gescheitert. Pinola hinter der Linie, Einwurf HSV. Son auf Van der Vaart. Wo sind die Anspielstationen? In der Mitte! Zum Beispiel Juf. Aber es dauert zu lange. Rajkovic, der ehemalige Hamburger dazwischen. Und das war jetzt Stürmerfoul von Mahmet Juf an Hanno Badic. Nürnberger darf man aber nicht unterschätzen. Menzien, sehr schöner Kopfball. Hatten schon zwei sehr gute Chancen. Caligiuri, der Neuzugang aus Freiburg. Badel hält sich bis jetzt noch zurück. Knappe halbe Stunde vorbei. Rinkon und wieder über die rechte Seite, über Diekmeier, schön gespielt. Son, Diekmeier geht mit nach innen. Badel, links ist Caligiuri völlig frei. Probleme bei der Ballannahme, verspringt der Ball dann auch nochmal. So die Konterchance über Kiyotake, den Japaner. Jansen muss da erstmal mit zurückkommen. Langer Ball, Menzien passt auf. Van der Vaart direkt in die Füße eines Gegenspielers. Das ist nicht gut. Und die nächste Riesenchance. HSV viel zu durchsichtig in der Abwehr. Wieder was Hanno Badic mit diesem Volley-Schuss und wieder Glück.
dass es hier nicht 1:1 steht. Van der Vaart. Aber wer die Chancen vorne nicht nutzt, der müsste sie dann hinten reinbekommen. Badel. Son läuft nach innen. Geschickt gestartet. Juf, klasse Ablage für Rincon. Und das war der Pfosten. Da war fast die Antwort vom HSV. Fast das 2:0. Aber eben nur fast. Tamas Rincon. Der Terrier im HSV-Team trifft nur den Pfosten. Jetzt muss er zurück. Muss aufpassen. Franz springt der Ball wieder weg. Bei diesem nassen Geläuf. Und der HSV wieder im Ballbesitz mit Michael Mentien. Marcel Janssen muss abbrechen. Spiel beruhigen. Rincon. Wieder über rechts mit Diekmeyer. Rincon. Diekmeyer. Guter Ball, Rincon. Da ist Zorn auf seine Idee zu spät eingegangen. Und so heißt das Einwurf für Nürnberg. Die wieder neu aufbauen können über Simmons. Im Spiel der Nürnberger Kapitän. Rincon kommt zu spät. Guter Ball. Aber bester Mann. Gut aufgepasst. Janssen. Vielleicht jetzt mal über links. Über Caligiuri. Der Ball war nicht optimal. Van der Vaart kommt nicht ran. Und jetzt fehlt bei der hinten im defensiven Mittelfeld. Rincon muss rausrücken. Abweichen von seiner Position. Mike Franz. Da hat jetzt Janssen was, glaube ich, aufgepasst. Konter über Rincon. Und Juve sehr schnell, aber da kommt er nicht ran. 45 Minuten gespielt. Müsste gleich der Halbzeitpfiff ertönen. Abschlag von Schäfer. Und da ist er auch schon, der Halbzeitpfiff. 1:0 zur Pause. Ein sehr guter Start, Raphael van der Vaart, der Rückkehrer. Er zieht das erste Saisontor für den HSV in der 5. Minute bereits. Aber Nürnberg war sehr gefährlich, hatte drei sehr gute Chancen. Hier war die erste von Alexander Esswein. Später hatte Hanno Balic noch zwei. Hier die Flanke von Dennis Diekmeyer auf van der Vaart. Und der köpft tatsächlich zum 1:0. Hier nochmal ein Kopfball von Esswein. Und hier nochmal der Pfostenschuss von Thomas Rincon. Hier der zu lange Ball für Juf. Die beiden Chancen von Balic werden gar nicht mehr gezeigt. Gut. Es laufen derzeit noch zwei andere Partien. Freiburg gegen Mainz, 1:1 zur Pause. Und beim VfB Stuttgart gegen den VfL Wolfsburg steht es 0:0. Gut, wollen wir etwas verändern? Schauen wir mal kurz, wie es energietechnisch aussieht. Es sind noch eigentlich alle recht gut dabei. Auch Juf, der erst gestern zum Kader gestoßen ist. Ich denke, wir können erstmal so weitermachen. Und die zweite Halbzeit starten. HSV stößt an. Mit Van der Vaart. Tamas Rincon. Über die gute rechte Seite heute. Mit Son. Aber da springt Rincon dann der Ball zu weit weg. Und Esswein kann kontern. Der ist sehr, sehr schnell, der Mann. Den können unsere Innenverteidiger im Zweifelsfall nicht einholen. Deswegen müssen wir da immer einen ordentlichen Vorsprung haben. Wenn der geschickt wird, bester Mann. Oder im besten Fall solche Bälle abfangen. Sehr gut gemacht vom HSV-Kapitän Janssen. Caligiuri, von ihm muss man noch ein bisschen mehr kommen. Und wieder der Ball weggesprungen bei diesem nassen Läuft Rincon. Das war jetzt ins Blinde hineingespielt, aber hat Glück. Wird noch gefoult. Kriegt den Freistoß. Marcel Janssen. Caligiuri, Juf. Vielleicht jetzt mal ein simpler Doppelpass. Van der Vaart. Oder so ein Ball. Auch nicht schlecht. Kommt nicht bei Badel an. Und abermals die Kontermöglichkeit. Da wird wieder erstmal geschickt. Aber die kleinen Menschen dazwischen. Caligiuri. Wo sind die Anspielstationen? Van der Vaart. Der HSV braucht seine Ideen. Und der Ball war dann doch zu optimistisch für Caligiuri. Nürnberg wieder im Ballbesitz und nicht so lange Ball Richtung Mike Franz. Aber der wurde zu lang. Menzien sah da nicht gut aus, aber Arthur spielt mit. Gott sei Dank. Marcel Janssen. Badel. Ja, wir brauchen ballsichere Spieler bei diesem Geläuf. Und da ist Van der Vaart, der einfach in den Weg läuft. Der Ball war für Juf gedacht. Van der Vaart nochmal. Rincon.
Wohin der Ball? Diekmeier schickt Son. Kein Abseits, aber abgefangen. Da kommt wieder Alexander Esswein. Und wieder Mike Franz. Gegen Renkorn. Gegen Diekmeier. Spielt zurück zu Esswein. Doppelpass mit Simmons. Timo Gebhardt gut gespielt. Und da muss der HSV jetzt aufpassen. Starke mit Drängen ist abseits verdächtig. Aber Westermann kam noch dazwischen. Kein Rückpass zu René Adler. Diekmeier. Rinkorn. Van der Vaart. Seine Ideen sind gefragt. Caligiuri mit der Hacke. Marcel Janssen. Badel. Janssen. Ah, da kommt Caligiuri wieder nicht dran. Chandler auf Nummer sicher. Und ich glaube, wir werden jetzt mal den ersten Wechsel vornehmen. Und zwar wird Daniel Caligiuri das Feld verlassen. Gutes Debüt im HSV-Dress. Gutes erstes Pflichtspiel. Aber jetzt wird er Platz machen für Ivo Iličević. Vielleicht kann er nochmal für eine oder andere Offensivaktion sorgen. Nicht sein bestes Spiel, aber doch ganz ordentlich von Daniel Caligiuri. Der unter den Applaus der HSV-Zuschauer jetzt das Spiel verlässt. Iličević darf gleich mal den Einwurf ausführen. Marcel Janssen. Da kommt Son mit dem Kopfball. Aber kein Problem für Raphael Schäfer. Langer Ball. Abgefangen von Mentien. Giuff. Iličević läuft in Position, aber der ist auch nicht optimal gelaufen. Und Giuff hat auch etwas zu lange gewartet bei diesem Abspiel. Marcel Janssen, sehr guter Einsatz. HSV wieder im Ballbesitz mit Mentien. Mit Diekmeier. Mit Son. Freiburg führt 2-1 gegen Mainz. Diekmeier. Mit Glück etwas durchgerutscht. Giuff. Ja, es sind keine kopfballstarken Spieler da im Strafraum. Deswegen müssen wir das mit Kurzpassspiel hier regeln. Renkorn auf Van der Vaart. Pfosten. Und Son kann nicht schnell genug reagieren. Das zweite Mal Aluminium in diesem Spiel für den HSV. Und jetzt Nürnberger, kein Abseits. Da hat die Innenverteidigung gepennt. Adler. Und jetzt staubt er ab, der Timo Gebhardt. Das ist doch nicht zu glauben. Ein eiskalter Konter. Die Riesenchance für Van der Vaart gegen die Pfosten. Und im Gegenzug die Nürnberger mit einem klasse Ball. Ich glaube, es war Kio Tacke auf Franz. Adler noch dran. Und dann staubt Timo Gebhardt mit diesem Zugkopfball ab. Unglücklich gelaufen. Aber insgesamt hier unverdient. Die Nürnberger hatten Riesenchancen schon liegen gelassen. Und jetzt nutzen sie also die erste in der zweiten Halbzeit zum 1-1. Timo Gebhardt. Ballverlust Diekmeier. Jetzt bloß nicht wackeln hier. Holt sich den Ball zurück. Ein 1-1 wäre nicht optimal. Van der Vaart. Auf Janssen. Der Ball auch nicht optimal gespielt von Giuff. Kriegt aber den Kopfball gegen Iličević. Der ist dribbelstark. Zieht nach innen. Kein Foul von Timmy Simmons. Und Konterchance Nürnberg. Über Esswein. Der ist schnell. Mentien zieht da schon wieder raus. Was soll denn das? Westermann macht den Weg offen. Für Esswein. Und jetzt nochmal Glück gehabt. Fast. Die Führung für die Gäste, für die Franken aus Nürnberg. Wir müssen nochmal wechseln. Wir werden Dennis Aogo ins defensive Mittelfeld bringen. Für Badel. Und das sollte es auch erstmal gewesen sein. Zweiter Wechsel beim HSV. Auch Nürnberg wird wechseln. Mike Franz. Raus, Markus Vollner rein. Kreativer Mann. Wir machen mal den kurzen Abschlag zu Diekmeier. Rinkorn, wieder fast der Ball weggesprungen. Und was war das denn für ein Ball? Und wieder so ein Konter. Atlas draußen. Gut mitgespielt vom HSV-Keeper. Und der nächste lange Ball. Da startet wieder Timo Gebhardt. Flanke, nicht schlecht. Adler und der Pfosten retten. Jetzt ist der HSV komplett orientierungslos in der Defensive. Was ist denn da los? Und jetzt
hat der HSV einfach nur noch Glück, dass sie nicht im Rückstand liegen. Ich glaube, es war wieder Hanno Balic, der seine dritte Riesenchance jetzt verhaut. Jetzt darf er endlich rausgehen und wird durch Kuhn ersetzt. Was ein Spiel. Tamás Rinkón, jetzt dürfen wir uns sogar mit dem Punkt hier zufrieden geben. Nach diesem Spielverlauf. Son, Diekmeyer. Aber vielleicht haben wir noch die Chance. Tamás Rinkón, der Ball war schon besser als der vorhin. Ilicevic. Dennis Aogo. Keine Anspielstation. Und was war das denn? Ich habe längst auf die Passtaste gedrückt. Und dann kommt da so was Graupiges bei raus. Und Nürnberg spielsicher wie Manchester United oder FC Barcelona. Das ist ja alles ganz klar. Bloß in Sachen Chancenauswertung eben nicht ganz so gut. Aber sonst kriegt man da echt keinen Unterschied oder kann man keinen Unterschied feststellen, ob man gegen Barcelona oder Nürnberg spielt. Simmons! Oh. Gebhardt zieht den Kopf ein. Deswegen noch ungefährlich geworden und natürlich pfeift er wieder im Konter ab. Das war also der erste Spieltag. Immerhin etwas besser gestartet als in der realen Fußballsaison. Dort verlor der HSV. Hier schaffen wir immerhin ein 1:1. Können nach dem Spielverlauf wohl ganz zufrieden damit sein. Wir müssen uns aber auf jeden Fall verbessern. Rafael van der Vaart mit dem ersten Saisontor. Timo Gebhardt hat ausgeglichen für die Nürnberger. Das war der erste Spieltag. Am zweiten Spieltag, während Dennis Diekmeyer zum Spiel des Tages gekrönt wird, mit einer 8,0, gute Note, hat auch das Tor vorbereitet von van der Vaart. Wer war es bei den Nürnbergern? Ja, da war es Kiyotake mit der Vorbereitung. Ansonsten durchschnittliche Noten, Van der Vaart gut, Son in Ordnung, bester Mann nur eine 6,0, der schwächste HSVer nach Ilicevic, der nur eingewechselt wurde. Aogo kam zu spät rein, um bewertet zu werden. Na gut, wir müssen mit dem 1-1 hier erstmal zufrieden sein. Gehen erstmal einen Schritt weiter. Freiburg gewinnt, Nachrückstand mit 2:1, Stuttgart und Wolfsburg trennen sich 0:0. Damit ist der erste Bundesliga-Spieltag komplett. Am zweiten Spieltag geht es zum SV Werder Bremen, zum ewigen Nordderby. Davor liegen allerdings jetzt, glaube ich, noch 2 Wochen zwischen. Und wir haben noch eine kurze Transferphase. Und jetzt noch eine E-Mail, Assistenztrainer, Info für Einsätze im Nationalteam, abgestellte Spieler. Oh, und da haben wir einige, die zu ihren Nationalmannschaften berufen wurden. Und sieh mal einer an. René Adler und Dani Caligiuri wurden für die deutsche Nationalmannschaft nominiert. Das finde ich immer klasse. Van der Vaart für Holland. Das war zu erwarten. Für Tschechien, Jaroslav Trotny und Jiracek. Und Rinkón wurde für Venezuela nominiert. Aber interessant, dass Caligiuri schon für die Nationalmannschaft nominiert wird. Adler zur Saisonbeginn wieder in Form. Ja, hat ein ordentliches Spiel gemacht. Kein herzliches Wiedersehen, Rajkovic kehrt an alte Wirkungsstelle zurück. Wenn City Hummels verpflichten, viele Schlagzeilen jetzt, kurz nach dem ersten Spieltag. Rechts sehen wir die Tabelle, wir sind auf Platz 9. Wie gesagt, wir müssen zufrieden sein mit dem ersten Spieltag. Guarani zu Palermo. Jetzt liegen erstmal 2 Wochen zwischen den nächsten Spielen und wir haben auch eine kurze Transferphase. Und wir haben auch noch ein bisschen Geld übrig, nämlich 4,2 Millionen. Damit können wir vielleicht noch sogar 1-2 Talente verpflichten. Das schauen wir uns allerdings erst beim nächsten Mal wieder an, wenn es heißt Let's Play FIFA 13 Karrieremodus mit dem HSV. Und bevor ich es vergesse, eine Sache wollte ich noch ansprechen. Vielleicht schon ab dem nächsten Spieltag werde ich, nicht immer, aber ich werde versuchen, regelmäßig zu den Bundesliga-Spieltagen Co-Kommentatoren einzuladen. Falls ihr auch daran mal Interesse habt, bei so einem Spieltag in der Bundesliga dabei zu sein, meldet euch einfach mal bei mir. Würde ich mich sehr freuen. Aber das soll es dann erstmal mit heute gewesen sein. Ich bedanke mich für euer Zusehen und sage bis zum nächsten Mal, euer Killer. Ich habe den Ball schon und irgendwie entwickelt er Eigenleben und trommelt wieder weg. Und Juskovic steht da, schießt ihn rein, aber Schiedsrichter hat zu Recht auf Torwartbehinderung entschieden. Weil ich glaube, Juskovic hat mich ziemlich angebrüllt und da habe ich mich so erschrocken und von daher war es Torwartbindung.